Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Jetpack-Aufladestation mehr oder weniger automatisiert. Hier liegt es auch schon drin und lädt gerade brav auf. Und was wollte ich jetzt nochmal in dieser Folge machen? Genau, euch ist ja vielleicht aufgefallen, dass das Ganze hier etwas laut ist. Und auch die Windräder draußen, und nachdem wir hier ja auch wohnen wollen, ist es vielleicht etwas störend, dass hier immer so eine extreme Geräuschkulisse ist. Und deswegen wollte ich mir diese Soundmuffler machen. Muffler, schätze ich mal, werden sie ausgesprochen. Denn die verleisen den Ton davon. Natürlich kann man es auch in den Configs runterstellen, also in den Einstellungen runterstellen, aber das will ich jetzt nicht unbedingt machen, sondern ich suche jetzt mal ganz kurz diese hier, brauche ich. Oh, da habe ich nur so wenig davon. Ah ne, hier haben wir auch nochmal 6. Jawohl. Genau. Und wir müssen uns auch mal wieder einen Rucksack nachcraften, sehe ich. Denn den haben wir ja damals im Nether verloren. Und seitdem habe ich mir den nicht mehr nachgecraftet. Schande über mich. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Wo haben wir es denn? Haben wir hier noch irgendwo Holz? Wahrscheinlich da hinten drinnen. Jawohl, da haben wir noch ein bisschen Holz. Und Redstone haben wir ja eh noch. Denn wir brauchen eine Node-Block. Und Wolle haben wir ja eh schon. Dann können wir das ja auch schon craften. Und mal schauen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ich bin gespannt. Ob das jetzt merklich funktioniert hat oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich den jetzt direkt daneben setzen. Schauen wir mal kurz. Funktioniert es, wenn ich das direkt daneben setze? Ah. Nee, nicht wirklich. Okay. Also es funktioniert leider nicht so, wie ich gedacht habe. Funktioniert es da vielleicht? Ah, auch nicht. Okay. Schade. War ein Schuss in den Ofen. Aber ich dachte es funktioniert, wenn wir das so daneben setzen, dass es dann leiser wird. Ne, ist kein Unterschied. Schade, macht nichts, kann man nichts machen. Dann heben wir uns den auf, vielleicht brauchen wir ihn ja irgendwann nochmal. Gut. Genau. Es gibt nämlich so einen coolen Backpack mittlerweile. Also, ich weiß nicht, ob er wirklich Backpack heißt. Aber ich habe das gesehen. Entweder ist es von, ich glaube, es ist von Mechanism. Ups, das wollte ich nicht. Add Mechanism. Da habe ich irgend sowas gesehen. Ich glaube, es ist von Mechanism. Das wollte ich mir machen. Ich habe mir aber nicht gemerkt. Ach, das ist so blöd von mir, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Verdammt. Von welchem Mod war das schnell? Es war, keine Ahnung, das war halt ein Rucksack, aber den hat man sich leichter craften können als den anderen. Da hat man kein Leder gebraucht oder nicht so viel zumindest, glaube ich. Verdammt, das habe ich, ich habe vergessen, wie das heißt. Admaker, ich glaube schon, dass es von Mechanism war, ich bin mir nicht sicher. Admechanism, aber ich habe das doch gerade durchgeschaut. Reader Walkie Talkie brauchen wir nicht. Dictionary auch nicht. Das brauchen wir auch nicht unbedingt, weil wir jetzt eh nichts unter Wasser machen. Die Ballons sind irgendwie lustig. Ja gut, dann warte mal. So. Was macht man aus, Tin war es, glaube ich. So, was macht man aus dem? Kann man einiges machen. Ich schau mal kurz da durch, ob ich da etwas. Oh, man kann sich einen Bogen aus Tin machen. Das ist ja geil. Das ist cool. Und eine Angel könnten wir uns auch machen. Hammer, was bringt uns der?
Aber wahrscheinlich, dass man so schneller abbauen kann. Ich glaube, das wollte ich mir machen. Genau, das wollte ich mir machen. Da brauchen wir nämlich nur drei Leder, eine Wolle und zwei Tin-Ingots. Ja, und das sollte ja zu bewältigen sein, zudem wir hier noch eine Wolle haben. Ein paar Leder haben wir eigentlich auch, soweit ich weiß. Und dann hätten wir auch schon wieder, ja, genau, da haben wir fünf Leder sogar. So, Satchel war das jetzt. So. Satchel. Ja, hier. Basic, dann haben wir den Hardened. Was brauche ich dazu? Okay, da brauche ich dann Inver. Ingots. Okay, wir machen uns mal den Basic. Und dazu sollten wir eigentlich alles haben. So. Zack. Und craften. Jawohl. Der sammelt nämlich, soweit ich das weiß, auch alles automatisch ein. Hat zwar nicht so viel Platz, aber it lets you carry more things. Not store some object. Okay. That increased storage capacity. Also wir können das sogar enchanten, damit es einfach einen höheren, damit eine, na wie sagt man, ein größeres Inventar hat. So. Dann können wir das Ganze konfigurieren. Genau, hier. Denn wir können sagen, no or dictionary, ignore NBT. Okay. Der okay, der sammelt nämlich automatisch unsere Items auf, wenn unser Inventar voll ist. Soweit ich das jetzt verstanden habe. So, das Eisen bauen wir mal schnell wieder an. Zack. So, weiter geht's. Unser Jetpack ist voll aufgeladen und ich würde sagen, wir machen uns mal schnell auf den Weg. Das nehmen wir, nein, das nehmen wir nicht in die Offhand, das legen wir da rein. Dann legen wir noch ein bisschen unnötiges Zeug, ja, das können wir mal behalten, so. Schnell ab, damit. So, da können wir die Ingots reintun. Haben wir noch ein Ingot? Nein. Dann haben wir hier noch eine Essenz. Da nehmen wir die Ingots raus. Wir müssen ein bisschen Ordnung müssen wir dann doch halten. Dann können wir das da reinlegen. Da hinten können wir Redstone und Glowstone reinlegen. Jawohl. Und das hier im Ferrum-Sense können wir auch reinlegen. So. Weiter geht's. So. Und los geht die Reise. Ja, wir haben jetzt ein bisschen unnötiges Zeug mit, aber ist nicht so schlimm. So. Wir können da jetzt so schön über die ganze Welt fliegen. Und werden nicht aufgehalten von nervigen Bäumen oder sonstiges. So, ich würde mal da ganz gerne rauffliegen. Ich muss mal schauen, kann man in das Jetpack eigentlich auch Upgrades reinpacken? Das weiß ich jetzt gar nicht. Schauen wir mal. Nein, okay, das legt man einfach nur an. Gut. Kann ich mit R den Modus wechseln? Nein. Ich weiß nicht mehr, welche Taste das war. Ich habe das vergessen. X? T? Nein? Okay. Muss ich mir anschauen, welche Taste das war, um den Modus zu wechseln. Das Ganze. Und wir müssen immer mal wieder Ausschau halten nach Tintenfischen. Denn wir brauchen ja schließlich schwarze Farbe. Also Inksex. Da brennt gerade etwas ab. Alles klar. Schauen wir mal in die Richtung, weil da haben wir noch nicht so viel erkundet. Vielleicht kommen wir da ja zu irgendeinem Biom, das dann Tintenfische beinhaltet. Oder auch nicht. Das weiß ich halt nicht so genau. Wow, und ich dummerweise habe wieder mal vergessen, den Timer zu starten. Ich bin schon ein bisschen dumm manchmal. So, hier haben wir auf jeden Fall auch noch eine Schlucht. Habe ich die schon gefunden? Also keine Schlucht, aber so ein Höhleneingang, glaube ich, ist das, ne? Ist das ein Höhleneingang? Nein, das ist eine kleine Schlucht. Okay, eine Schlucht, die nichts bringt. Ach, guck mal, hier ist ein größeres Wassergebiet. Aber es scheint nur ein See zu sein. Okay, wir gehen weiter in diese Richtung hier. Es
gibt, glaube ich, auch Hover-Modus, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den anmache. So, dann muss ich ganz. Ich schau mal ganz kurz in den. In den Controls nach hier. Da müsste das ja irgendwo drin stehen. Und zwar unter Mechanism-Steuerung. Möchte meinen, dass das da drin stehen sollte. Pflanzmod. Ja, mit dem können wir auch bald mal durchstarten, würde ich sagen. Dann haben wir bessere Waffen vielleicht. So, Jurassic Craft, bla bla. Mechanism, da. Switch Mode, G. G ist die Taste. Feed Mode, Switch, Armor. Okay, passt. Dann. So, mit G können wir eigentlich. Okay, geht irgendwie nicht ganz. Was liegt denn noch auf G, bitte? Egal, das schaue ich mir zwischen den Folgen an. Jetzt will ich mal weitergehen. So, hier haben wir wieder ein größeres Gewässer. Aber es scheint so, als würden hier keine Tintenfische spawnen. Gehen wir mal weiter. Ich würde halt immer noch gerne den Modus wechseln. Na, egal. Das schaue ich mir zwischen den Folgen an, wie das geht. Ob ich da jetzt irgendwas falsch verstanden habe oder was da los ist, das werde ich mir zwischen den Folgen anschauen. So. Was ist das denn hier für ein Biom? Mein, schaut cool aus irgendwie. Ist das ein Gorilla? Hi, hallo? Was bist du? Oh, eine Kuh. Bist eine Kuh. Hallo Kuh, mach mal Mu. Haha. So, aber die lassen wir jetzt erstmal so stehen und in Frieden. Die dürfen weiterleben. Gut, wir gehen mal in diese Richtung hier. Hier unten haben wir. Oh, die Löwen, die auf die Ziege losgehen. So. Naja, wirklich schnell sind wir nicht, aber es geht voran und wir müssen uns nicht mit den ganzen Bäumen und Bergen herumkämpfen, die wir ansonsten beklimmen müssten. Erklimmen, beklimmen. Oh, weiß ich jetzt nicht genau. Und wir haben ein Dorf gefunden. Nice. Das können wir uns auch mal kurz anschauen. Vielleicht sind da ein paar interessante Villager drinnen. Und auf jeden Fall können wir uns... wir könnten uns die Pflanzen auf jeden Fall mopsen. Also die ganzen Kartoffeln und sowas. Die könnten wir dann als Nahrung anbauen. Hallo Villagers. Gibt es hier Tintenfische bitte? Nein? Okay. Dann gehe ich wieder. Tschüss. Tschüss, Dorfbewohner. Aber das, der Treibstoff vom Jetpack hält eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich relativ begeistert davon. Ah, verdammt, wir hätten unser Bett mitnehmen sollen, egal. Nachdem wir fliegen, sind wir ja eh nicht so gefährdet. Von Monstern angegriffen zu werden oder erledigt zu werden. Aber hier müsste es doch schon langsam tief genug sein, damit hier irgendwo Tintenfische spawnen. Was bist du, ein Nilpferd? Das gibt's doch nicht, dass hier nirgendwo Tintenfische spawnen. Die spawnen doch normalerweise überall, wo es Wasser gibt. Also gefühlt überall. Dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Schönes. Oh, keine Nordlichter heute. Schade. Ja, macht nicht so. Ist nicht so schlimm. Oh, hier haben wir eine Schlucht. Die können wir uns markieren. Denn da können wir auf jeden Fall noch farmen reingehen. Ich schaue mal kurz rein. Vielleicht, ob wir hier irgendwo Inferium-Ohr sehen. Oder ob das wirklich so selten ist. Keine Ahnung. Das ist ein Parasaurolophus-Fossil. Natürlich ganz nice, aber wir wollen ja eigentlich Tintenfische finden. Das gibt's doch nicht, dass wir nirgends so Tintenfische finden. Dass hier nirgends so welche spawnen. Ich meine, jetzt ist hier gerade auch ein bisschen wenig Wasser, aber so in dem anderen Wasser, da hätten ruhig welche sein können, finde ich.
Na gut, ich lande hier mal kurz auf diesem Baum hier zwischen. Oh, was ist das da vorne? Ein Lavasee. Gut, egal, ich lande hier. Oder wir machen das. Nein, ich lande hier mal ganz. Ups. Ja, gut. Gut, das war's auch schon wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Wir haben leider noch keinen Tintenfisch gefunden, aber ich glaube, ich werde einfach mal offscreen ein bisschen weiter gehen und schauen, ob ich einfach mal Tintenfische finde oder nicht. Gut, in diesem lasst gerne mal auch mal ein Abo da, das hätte ich fast vergessen, denn dann verpasst ihr nichts mehr, wenn ich hochlade, aber auch nur, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao. We'll be right back.